diese Schmerzen. Jahrelang quälte sich Schlagerstar G.G. Anderson mit einem schweren Bandscheibenvorfall am Lendenwirbel. Jetzt endlich die Operation in der Göttinger Uniklinik? Nur wenige Tage später Erleichterung für G.G. Anderson, ich bin wieder schmerzfrei. Mir wurde von der Bandscheibe ein Stück weggenommen und der Spinalkanal erweitert, erzählte G.G. Anderson im Interview mit dem Magazin Woche der Frau. Gleich in der Nacht bin ich schon den Krankenhausgang rauf und runter gegangen. Ich konnte es nicht fassen, dass ich plötzlich schmerzfrei war. Denn die Schmerzen hatten bereits ins Bein und den Rücken gezogen. Die OP hat tatsächlich ein kleines Wunder vollbracht, oder war es auch die Liebe seiner Fans, die für ihn die beste Medizin sein soll, wie er mal in einem Interview erzählte? Daheim in Eschwege ging es weiter bergauf mit seiner Genesung. G.G. Anderson, ich bin durch die Stadt gelaufen, habe frische Luft geschnappt und es so sehr genossen, bald beginnt die Reha. Ab dem 6. März geht es in die Reha-Klinik nach Bad Soden-Allendorf. Die freuen sich schon auf mich, erzählt Anderson weiter. Da war ich schon mehrmals, Anderson ist optimistisch, ich hoffe, dass ich mich in der Reha so weit aufbauen kann, dass ich im Frühling wieder Tennis spielen und ab dem 30. April auf Mallorca 10 Tage lang Konzerte geben kann. Lust auf weitere Eingriffe hat G.G. Anderson nicht mehr. Anderson, mit über 70 ist jetzt Schluss mit den OPs. Ich hatte ja bereits einen Eingriff am Herzen. Einen Oberschenkel-Halsbruch, zwei Rücken-OPs, der Bauch wurde mir auch schon aufgemacht und dabei ein Stück vom Darm weggenommen, von den zwei leichten Schlaganfällen und zuletzt einer Gesichtslähmung will Anderson nicht mehr reden. Jetzt möchte er nur noch Glück haben.